Rayman, oder? Das war eine dieser Reihen, die ich zu Tode gespielt habe, okay? Ich bin ein Riesenfan von Rayman 2 und Rayman 3. Und ich kann sagen, dass ich jedes der Spiele wenigstens durchgespielt habe, außer Rayman 1. Da bin ich wie jeder andere auch in der Musikwelt einfach draufgegangen und vielleicht mal zu den Bergen gekommen. Genau deswegen wollte ich schon übel lang einen Eisberg zu dieser Reihe machen, weil es ein paar Sachen gibt, die man zu dem Spiel sagen kann, die nicht so viele wissen. Und genauso wenig wissen Leute, was ein Eisberg ist. Und bei Gott, es tut mir leid. Mir ist klar, dass ich das in jedem Eisberg sage, aber wirklich, Leute checken das bis heute nicht. Und ja, falls ihr schon wisst, was ein Eisberg ist, geht einfach zum nächsten Kapitel in dem Video und dann erspart ihr euch das Ganze hier. Ja, auf jeden Fall ist ein Eisberg so eine Bildvorlage. Und auf dieser Bildvorlage stehen Fakten und Theorien zu einem bestimmten Thema. Bei uns wäre das zum Beispiel Rayman, oder? Und so eine Sache, die man safe weiß, wie Rayman hat keine Arme, wäre ganz oben. Logischerweise, das ist in seinem Design. Und sowas wie Rayman hat um 3 Uhr nachts einen Obdachlosen überfahren und seine Leiche dann einfach in den Fluss geworfen und gehofft, dass es niemand merkt, das wäre ganz unten, weil es halt keiner kennt. Ich lasse euch entscheiden, welcher dieser Fakten echt ist. Rayman ist skrupellos, ich sag's euch. Naja, und ich habe jetzt einen Eisberg zu Rayman gemacht, der eine Mischung aus vielen verschiedenen Eisbergen ist. Und unter anderem ist einer von Raki mit E. Seinen Eisberg verlinke ich auch direkt, weil der ist halt echt gut gewesen und er hat echt guten Shit erwähnt in seinen Videos. Schaut ihn euch an, wenn ihr mit meinem Video durch seid oder auch davor, wie ihr wollt. Aber er hat auch wirklich andere Punkte verwendet als ich. Und wir überschneiden uns an ein paar Stellen, aber wir haben verschiedenes Zeug zu sagen. Das heißt, man kann sich beide anschauen, ohne dass es zu krass ähnlich ist, glaube ich. Also, falls ihr Bock habt, schaut rein. Er macht extrem sicken Content so. Wisst ihr, was auch sick ist? Ich habe einen neuen Song gemacht. Ich habe einen neuen Song gedroppt, okay? Der heißt Trust. Ich mache tatsächlich Musik nebenbei, oder? Und ich habe jetzt 2 EPs dieses Jahr rausgebracht. Eine ist so ein Metal-Stuff und die andere ist so ein Drum and Bass, Breakcore. Es ist viel Drums. Ich kann was einblenden. Ja, genau das. Also wenn ihr irgendwas davon vielleicht mögt, eine ist heavy, die andere ist so ein bisschen eher fast-paced, aber nicht heavy. Und die neue Single ist wieder heavy und jetzt so Drum-and-Bass-Elemente und läuft wahrscheinlich gerade im Hintergrund, mindestens das Instrumental lasse ich wahrscheinlich im Hintergrund laufen. Es ist draußen auf allen Plattformen, erster Link in der Beschreibung oder vielleicht zweiter Link in der Beschreibung. Schaut nach dem Linktree und dort findet ihr dann alles. Okay, vielen Dank, ich verlinke es auch nochmal am Ende vom Video. Also, let's go. Vielen Dank. Würde mich freuen, wenn ihr da reinschaut. Cool. Weiter geht's. Gut, aber ich denke, wir diven einfach mal in die Arschfalte, die dieser Eisberg ist. Let's go. Rayman Sticker Cock. Guter Start, würde ich sagen. Ja, das bezieht sich einfach auf diese absolut weirde Werbung, die Ubisoft für Rayman 3 hatte, bei dem er vorne im Urinal steht und den Leuten seinen Raydong ins Gesicht hält. Allgemein sollte ich mal über die Werbekampagne reden, die gefahren sind. Ich meine, in welcher Welt hat sich jemand das Rayman Werbeposter angeschaut und sich dann gedacht, ja doch, machen wir. Das ist auf jeden Fall ein gesunder Weg, unser Spiel zu vermarkten. Und glaub mir, Rayman war nicht die einzige Reihe, die sich sowas dachte. Die 90er waren wild, Jungs. Rayman Redemption. Das bezieht sich auf das Fan-Remake von Rayman 1, das einfach ein Dude gemacht hat. Es ist kostenlos auf Game Jolt und es verbessert legit alles an Rayman 1. Es gibt in dem Spiel eine verständliche Story. Man hat endlich diesen Kack-Knockback nicht mehr, wenn man Schaden nimmt. Das hat im Wasser einfach einen Instant umgelegt, okay? Es ist schrecklich gewesen. Und dazu gibt es noch übel nice Kostüme. Ich meine, es gibt den SNES Rayman. Bruder, ich liebe den. Also schaut euch die fucking Faust an. Und beim blauen Kostüm ist die Kette von Rayman 3 dabei. Das ist so fucking cool gemacht. Und das Spiel ist kostenlos, wie schon gesagt. Und es gibt legit null Gründe, warum ihr euch das nicht holen solltet, wenn ihr mal Rayman einspielen wollt. Ich meine, es ist wirklich die beste Version von diesem Game. Rayman Cartoon Serie. Ja, Rayman hat halt eine Serie. Lief nicht wirklich lang. Und damit meine ich, dass die 4 Folgen hatte und dann direkt abgesetzt wurde. Und das Ding hatte 26 geplante Folgen. Okay, das ist echt fucking sad. Halt, Hilfe. Bruder, das letzte Mal, als ich so einen schnellen und schmerzlosen Tod gesehen habe, okay, war bei fucking Duel Masters damals. Und das Teil hat 12 Folgen bekommen, ein Kartenset und ist instant gestorben. Bruder, ich musste mir beim Toys R Us damals...
die Decks kaufen, die Starter-Decks. Da war nämlich immer ein Booster mit drin, okay? Wir haben die für 5 Euro verkauft. Das war immer das gleiche Deck und ich hatte das so 30 Mal, weil ich die Booster wollte, oder? Fucking, meine Kindheit war so schrecklich. Gut, aber um mal wieder zurück zum Thema zu kommen. Die Serie lief nur in Deutschland, Niederlande und in Frankreich. Und ja, ich fand die Serie tatsächlich echt okay. Halt, ich mag das Worldbuilding in der Serie extrem. Da wurde sich viel Gedanken mit dem Design gemacht. Und falls ihr euch das Ganze mal anschauen wollt, gibt's das Ganze auf YouTube. Also easy, weißt du, ich verlinke es einfach mal. Wanna Kick Rayman? Das ist so ein DVD-Boxset von Rayman, das man sich kaufen kann, wenn man ein Hoodlum ist. Denke ich, qualifiziere nicht als ein Hoodlum, also passt schon. Also okay. Nicht jeder kann von der Straße kommen, es ist halt so. Aber ja, das ist einfach eine Reihe an Bonusvideos, die man in Rayman 3 freischalten kann. Und die Videos sind halt wirklich nur ein riesiger Joke mit echt cooler Animation. Ich meine, in einem wird eine riesige Nacktschnecke mit Rayman-Pullover einfach hingerichtet. Exekutiert mit fucking Elektrizität, okay? Das ist so geil. Ich liebe den Humor von dem Spiel einfach, okay? Das ist krass. Und ich verlinke euch das Ganze auch mal in der Beschreibung. Schaut es euch an, es lohnt sich echt extrem. Es geht nur 6 Minuten. Letztes Abendmahl. Das bezieht sich auf das Easter Egg von Rayman 3, das man in der Hoodlum-Fabrik findet. Und das zeigt die Robo-Piraten von Rayman 2 beim letzten Abendmahl. Also das Bild mit Jesus. Ihr kennt Jesus. Das Bild, wo der in der Mitte ist. Und dann kommt Judas und macht so, bruh. Ihr wisst schon, das stellt das basically nach und das ist mega fucking cool. Und ich habe das viel zu spät entdeckt, dieses Easter Egg. Okay, ich wusste nicht, dass das existiert. Wenn es nach mir ginge, wäre das Ding wirklich im dritten Layer. Okay, ich kannte das gar nicht. Ist ein bisschen lächerlich. Ja, sonst gibt's nicht super viel dazu zu sagen. Es ist halt echt fucking cool. Fetter Rayman. Das ist ein Alternative Ende in Rayman 2. Oder es ist eher ein Joke Ende. Aber in dem Game gibt's halt so einen Mike Glotzkowski Type Beat. Und der so, yo, ich geb dir so einen Trank, der deinen Freund instant heilt. Der gerade einen Robopiraten verschluckt hat und im Sterben liegt. Oder halt Bag Alert. Ja, und dann hat man halt die Wahl. Wenn man also das Gold nimmt, wird Rayman auf eine Insel geportet. Und er ist halt fett. Halt, die Insel sieht so fucking sad aus. Halt, wer will da chillen? Ich blick's nicht. Aber ja, das Ende ist vollkommen egal, weil man, nachdem das Spiel vorbei ist, direkt wieder bei der Entscheidung ist. Und man seinen dummen Freund vor dem sicheren Tod retten muss. Oh. Bruder, Cash Money! Cash Money, Alter! 1000 Lumps. Das bezieht sich auf das Herz der Welt. Also jetzt kommt voll der Lore-Shit, okay? Also die Lichtung der Träume, das ist die Welt, in der alles spielt, oder? Das Ganze wurde von Polokus erschaffen. Er hat die Welt praktisch erträumt. Man könnte sagen, er ist Gott. Und ja, das Herz der Welt hat Polokus erschaffen. Also das Herz der Welt ist Supergott. In dem Fall. Das habe ich da aufgeschrieben, Alter. Und in Rayman 2 kommen die Robopiraten und versklaven einfach die ganze Welt. Es ist halt lustig, weil es ist ein Traum, aber die Piraten kommen in seinen Traum rein. Es ist wie diese eine SpongeBob-Folge. Also ich verstehe nicht genau, was da passiert, aber die versklaven halt alles. Und neben der Sklaverei, die ziemlich illegal ist, haben die auch direkt das Herz der Welt gesprengt in 1000 Teile. Deswegen sammelt man auch in Rayman 2 1000 Lumps, um das Herz wieder zusammenzusetzen. Oder halt 800 Lumps auf der PS1, weil die nicht fertig ist. Aber ja, im Game gibt es ein Event, bei dem Klingbart, der Bösewicht aus dem Game, der so nice ist, okay, einfach einen Lum nimmt und den einfach wort. Halt, der frischt den einfach auf. Fuck, man. Und dann geht der Lum-Counter auch runter von 1000 auf 999, was super cool ist. Aber jetzt kommen wir auch zu dem Punkt. Es gibt den 1000. Lum trotzdem zu sammeln. Und das ist irgendwie echt schade, dass der im Game ist, weil das die Cutscene halt komplett impactlos macht. Aber ja, es ist so eine Art Easter Egg. Und ich liebe einfach die Lore, die in den Rayman-Spielen gezeigt wird. Das war auch der Hauptgrund von diesem Punkt, to be honest. Ich wollte einfach ein bisschen die Lore establishen. Aber ja. Krass. Rayman 2000. Das war ein gecanceltes Rayman-Game, über das wir eigentlich nichts wissen. Wir wüssten nicht mal, dass es existieren sollte, wenn wir nicht die Historie de Rayman bekommen hätten. Es wird noch ein bisschen vorkommen im Video, das hat auch seinen eigenen Punkt so. In dem Buch gab es halt Concept Art von dem Baumhaus. Und allgemein sollte das Game einen anderen Style haben als anderen Raymans. Und das wurde vom Macher von Rayman selbst requested tatsächlich. Aber am Ende wurde das Spiel gecancelt und anscheinend kam es echt nicht weit. Sonst wäre mehr von dem Spiel da, das sich zeigen könnte. Aber ja, dafür wurde das Konzept von diesen Baumhäusern für die Serie benutzt. Und man sieht das auch vollkommen. Der Style ist echt ähnlich. Und deswegen haben wir wenigstens irgendwas in irgendeiner Form bekommen, oder? Also,
Irgendwie cool. Irgendwie cool. Ich mag das. Ich find's cool. Raymans Arme und Beine. Tatsächlich gibt's einen In-Game-Grund, warum Rayman keine Arme und Beine hat. Und zwar war es so, dass in Origins Polokus, also der Typ, der die Welt erschaffen hat am Anfang, ihr habt aufgepasst im Geschichtsunterricht, oder? Der hat angefangen, Albträume zu bekommen. Und die haben sich in komische Viecher manifestiert. Und dann haben die Feen ein paar Lungs genommen und daraus halt Rayman gemacht. Aber da die sich zu sehr beeilt haben, haben die ein paar Lumps auf dem Weg einfach liegen lassen. Und das waren die Lumps, die Arme und Beine von Rayman geworden wären. Und jetzt hat er keine Arme und Beine mehr. Und auch keinen Hals. Absoluter Schmerz. Verworfener Gegnerraum. In Rayman 3 gab es einen Haufen Secret Rooms, von denen ich persönlich keine Ahnung hatte. Hab mir ja gemerkt bei der Hoodlum-Fabrik und dem letzten Abendmahl-Ding. Und ja, der letzte Secret Raum ist bei mir in der gleichen Kategorie. Ich hatte keinen Plan, dass der existiert. Und den kann man freischalten, wenn man genau 43.001 Punkt durch das Spiel durchsammelt. Oder? Weil das Spiel hat so einen Counter, wo man Sachen sammeln muss. Ihr seid Rayman-Fans. Ich bin mir sicher, Rayman-Fans schauen sich das an. Ihr wisst, wovon ich rede, oder? Und der Raum beinhaltet drei verschiedene Viecher, die es nicht entspricht. Spiel geschafft haben. Ein Sova, ein Bonton und ein Glut. Die Namen wirken so fucking lächerlich, Mann. Aber ja, der Xova sollte tatsächlich ein Boss im Spiel sein. Man sollte den eigentlich im Waldgebiet bekämpfen und dann anschließend vor ihm wegrennen. In so einem Minigame, das ein bisschen wie die Crash-Level war, oder? Aber ja, sein Model war viel zu groß und die Entwickler konnten einfach nicht mit dem gut arbeiten. Und deswegen wurde der einfach gecancelt. Auf Twitter. Und deswegen wurde der mit diesem Stampfer-Typen ersetzt, der an sich schon echt ikonisch ist, also war es ein guter Call, aber ich hätte das echt trotzdem gern gesehen. Halt, genauso gern hätte ich den Bonton im Game gesehen. Tatsächlich war es nämlich geplant, diese Tierart viel krasser in Rayman 3 auszubauen, weil es im fertigen Spiel ein bisschen lame ist, da Bontons oder Flabbers, wie die auch genannt werden, die haben einfach zwei fucking Namen. Sind praktisch Schafe und Kühe in einem. Und das sind halt Nutztiere, aber ganz früh in der Entwicklung von Rayman 3 war es geplant, den Bontons verschiedene Attribute zu geben, wie so Flügel oder Hörner, mit denen man dann so Puzzles macht. Konnte. Und es wäre an sich sicher super cool gewesen und man muss sagen, das ganze Flugding und das ganze Angriffsding wurde durch die Dosen wirklich gut rübergebracht, deswegen verstehe ich, dass die nicht im Game sind, aber ich hätte es trotzdem echt gern gesehen so. Und beim Glut weiß man nicht wirklich, warum der gecuttet wurde, aber die Vögel werden in dem Game trotzdem konstant erwähnt. Beim Glowbox erwähnt die so oft und macht sich konstant über die lustig. Es ist echt ein bisschen krass, wie viel davon noch dialogmäßig im Game ist, dafür, dass das halt nicht mehr wirklich im Spiel vorkommt, oder? Und ja, das steckt hinter dem Secret-Raum. Ich konnte jetzt noch echt viel sagen dazu. Krass. Tonic Trouble. Das ist das erste Spiel, das von Ubisoft Montreal und von Michel Ancel, dem Macher von Rayman, entwickelt wurde. Und wenn man sich das Spiel anschaut, sieht man echt ein paar Parallelen zu Rayman 2. Halt das Spiel, das danach kam, oder? Deswegen wird es auch so oft spekuliert, dass das Spiel eine Art Tech-Demo für Rayman 2 war. Allein schon, weil der Hauptcharakter die genau gleiche Körperform wie Rayman hat und weil es halt ein Jump'n'Run ist. Aber soweit ich weiß, spielt es sich schon ein wenig anders. Also, ja, kein Plan. Ich finde es einfach nur echt interessant. ES1. Das ist so eine Sache, von der ich ja mal so fett keine Ahnung hatte. Bis vor kurzem. Aber ich lieb's so sehr. Also wenn man in Rayman 3 ein neues Spiel anfängt und seinen Spielstand PS1 nennt, läuft das Spiel dann in einer niedrigeren Framerate und die Auflösung wird runtergestellt, um halt ein PS1 Spiel zu emulieren, oder? Und es ist super cool. Ich finde, es sieht auch super cool aus und ich will das Spiel mal übel gern in dieser Qualität, halt in dem Ding mal durchspielen. Das wäre echt fucking cool. Rayman 4. Das bezieht sich auf das gecancelte Rayman 4, das von Phoenix Interactive entwickelt werden sollte. Und bei Gott, das Game klingt so fucking cool, okay? Also, die Story davon sollte so sein, dass Rayman in so ein Trainingscamp für Videospielhelden geht, oder? Und dort andere Ubisoft-Charakter trifft und mit denen halt interagiert. Und ich bin auch echt froh, dass die diesen selbstreferenzierenden Humor von Rayman 3 weiterführen wollten. Das Spiel sollte praktisch den ersten Teil rebooten, aber nicht wirklich. Das ist so ein bisschen, also das Spiel sollte halt einen Haufen Locations vom ersten Teil haben, wie die Kunstwelt oder die Musikwelt, aber es wurden auch eigene Welten geplant, wie so eine organische Höhle, die halt super sick aussieht, oder diese Welt, bei der alle Tiere so Origamis sind. Es ist so fucking cool. Und das Beste ist, dass Dark Rayman darin eine riesige Rolle spielen sollte. Das sollte praktisch so eine Art Computerglitch sein, oder? Der sich an den Charakteren rächen will und ich liebe das Artwork von ihm hier. Es gibt tatsächlich auch noch so einen Kathedralen-Shot, oder? Und das Fan davon sieht so nice aus. Also das Spiel wirkt einfach mega cool. Und ich heule, dass sie das Spiel gecancelt haben. Für fucking Rayman Raving Rabbids, Alter. Ich könnte... Boah, Bruder. Pain. Okay, Pain. Aber man muss sagen, dafür wurden viele der Konzepte einfach in die GBA-Version von Rayman Raving Rabbids reingepackt. Und ich habe keinen Plan, was in dem Spiel abgeht. Ich habe das Spiel halt selber nie gespielt, deswegen weiß ich nicht, ob es gut ist. Aber Rayman wirkt ziemlich fett darin. Also, weiß nicht.
Macht damit, was ihr wollt? I don't know. Animation Test-Leaks. Das bezieht sich auf die Leaks, die letztes Jahr passiert sind und teilweise immer noch passieren. Also, während das Video aufgenommen wird, passiert wahrscheinlich noch mehr Shit. Also, wenn ihr das in ein paar Jahren anschaut, gibt es wahrscheinlich viel mehr Leaks als das. Aber es wird immer mal wieder Artwork und so geleakt. Aber tatsächlich hat ein ehemaliger Mitarbeiter von Phoenix Interactive ein 1,5-Minuten-Video released, bei dem man nur Animationen sieht, die für Rayman in Rayman 4 gedacht waren. Und man sieht da auch unter anderem den Schlag und die Kletteranimation. Und das ist wirklich cool. Neben dem Ganzen wurde auch echt viel Engine-Stuff geleakt. Man hat zum Beispiel die Kunstwelt in 3D gesehen und dieses sicke Gothic-Schloss, okay? Und das sieht so gut aus. Und das Spiel sollte auch anscheinend wieder Formen haben, mit denen man das Gameplay diversifizieren konnte. Und neben dem ganzen Videogedöns gab es halt noch kurze Mockup-Animationen vom Gameplay, also praktisch der Pitch vom Game. Und das haben wir bei Zornes Cortex schon gesehen. Und ich finde es echt cool, das mal halt in Action zu erleben, so ein bisschen. Auch wenn es echt ein bisschen wonky aussieht, halt die Hilfe, what the fuck, aber halt, was zum Fick ist hinter ihm so die ganze Zeit, das ist so voll der PT-Shit, ich hab gar keinen Bock, aber fuck, das ist übel cool und ich bin sehr gespannt, was die jetzt noch adden und ob noch irgendwas geleakt wird, das ist eine Reise so ein bisschen, ich hab Bock. Hi. Hab andere Sachen an. Es liegt daran, dass ab dem dritten Layer von diesem Eisberg, als ich das komplett aufgenommen habe, ist einfach die Qualität der Kamera gestorben. Kein Plan warum. Ja, ich denke, wir machen einfach weiter. L'Historie de Rayman. Ich kann das nicht aussprechen. Ja, das ist dieses Buch. Das habe ich im zweiten Layer vom Video schon erwähnt. Und ja, das Ding ist ein über 200 Seiten Monster, okay? Das über die gesamte Franchise von Rayman redet. Und viel Artwork und Konzepte erklärt und ein gutes Stück der Infos von diesem Video hier kommen von diesem Buch. Und es ist praktisch wie die Crash-Bibel aus dem Crash-Eisberg. Schaut's an, wenn ihr es nicht getan habt. Ist echt, ich glaube, sogar mein bester Eisberg geworden. I don't know. Nur, dass das hier nicht nur um den ersten Rayman-Teil geht, wie die Crash-Bibel. Die geht nur um Crash 1, oder? Nee, das Ding geht über die gesamte Franchise und die ganzen Sachen, die nicht mal rausgekommen sind. Okay, das ist ein Biest. Das Ding ist ein Biest, okay? Aber es hat leider einen Haken. Das Buch gibt es nur auf Französisch. Deswegen heißt es L'Historie de Rayman. Ja, das ist ein bisschen sad. Und ich hoffe, wir kriegen bald wenigstens eine englische Version. Ich glaube aber nicht. Dafür lohnt sich es wirklich hauptsächlich wegen dem Artworks und so. Und ja, gutes Ding. Gutes Ding. Globox echte Farbe. Also das ist auch eine Sache, die in Rayman Origins erklärt wird. Aber Globoxes richtige Farbe ist eigentlich rot. Es ist nur, dass er mal von einem Schwarm Moskitos gestochen wurde, als er versucht hat, das Auge von einem der Moskitos zu essen, weil er dachte, das wäre eine Beere oder so ein Scheiß. Und dann kamen halt die Cousins und die sind mit dem Basie auf ihn los, Alter. Halt, am Arsch, okay? Ich find's nur weird, dass die Moskitos die Stacheln am Hintern haben wie Bienen. Das ist weird. Aber das Wiki sagt Moskitos, deswegen, ja. Gut, aber Globox wird wegen dem Gift der Moskitos dann für immer blau gefärbt. Und das ist halt super absurd, okay? Es ist halt bei ihm so schlimm, dass sogar es seine DNA erwischt haben muss. Weil warum sind denn sonst seine 40.000 Kinder, die er hat, alle blau? Ach komm schon, okay. Aber ja, ich vermute mal, das ist nicht Canon, weil Origins hat so eine Sache, bei dem das halt gescrappte Sachen nimmt, gescrappte Ideen, die sie für die Origin-Stories hatten und die zeigen die. Das heißt, das ist wahrscheinlich eines dieser rausgeschnittenen Snippets, oder? Ja, dafür steht im Wiki nirgendwo dran, dass das nicht wirklich Canon ist. Deswegen weiß ich nicht genau, was da gerade passiert. Aber ich bin mir sicher, das stimmt nicht. Auch wenn das echt ein lustiger Funfact ist. Rayman SNES. Okay, das ist so cool. Das war tatsächlich der erste Rayman-Teil. Tatsächlich war der erste Rayman-Teil zuerst auf der SNES geplant. Es wurden auch ein paar Screenshots released. Das sollte so dieses 2D-Ding sein wie das normale Rayman 1. Nur die Models von Rayman sahen komplett anders aus. Der war halt ein fetter Chonker, okay? Und ja, das ist eine Sache. Und eigentlich gab es dazu nicht mehr viel zu sagen. Es kamen halt ein paar Screenshots mehr noch raus. Und dann wurde das zu Rayman 1 reworked, wie wir es halt kennen. Aber tatsächlich habe ich danach eine Sache gefunden, die das Ganze ein bisschen interessanter macht. Und zwar wurde eine sehr, sehr frühe ROM von dem Game 2017 gedumpt. Die beinhaltet nur ein Level und die Level-Boundaries sind ein wenig am Arsch. Aber man kann Raymans volle Animation sehen, die bis dahin für das Game halt gemacht wurde, oder? Und das ist huge. Okay, das ist so ein huge Deal, weil man vorher nicht so einen cleanen Look auf dieses Game bekommen hat. Man hat halt diese paar Screenshots gesehen, die halt fucking 180p am Chillen waren so. Und jetzt halt haben wir diese wirklich Full-HD-Aufnahmen von dem Game. Und ganz ehrlich, die Animation von dem Game ist super geil. Ich meine, im ersten war sie auch geil.
Das heißt, die wussten, was sie da tun. Aber ich weiß nicht, das hat einfach irgendwas. Das ist richtig sexy so. Und das Level ist auch echt heftig, auch wenn es wie ein Alien-Magen aussieht. Aber ja, ich hatte persönlich keinen Plan von dem ROM-Dump, deswegen hat es mich richtig geflasht, als ich diese High-Definition-Animation von Rayman gesehen habe, okay? Das war ein bisschen heftig. Wenigstens konnte ich den Punkt so ein bisschen interessanter gestalten. Raymans Haare leben. Das bezieht sich auf dieses Short-Video, was in der gleichen Sparte ist wie das von Globox, oder? Das ist das von Origins und das kann man auf der PS Vita freischalten. Das zeigt praktisch so eine Origin von Rayman und die Origins von seinen Haaren. Und tatsächlich hatte Rayman mal eine Frau und er hatte eine Glatze, bis halt seine Haare literally zu seinem Kopf gelaufen sind und sich mit seiner Haut verschmelzt haben. Die Frau ist natürlich terrified. Ich meine, ich hätte auch Angst, voluminöses Haar zu bekommen. Ich habe kein Problem oder so. Es ist nicht so, als ich diese Mütze anhabe, weil mir Haare ausfallen. Ich will wirklich nicht darüber reden. Aber ja, seine Frau will die Haare abschneiden und die Haare zwingen Rayman zur Flucht. Und so hat er dann seine Helikopterhaare bekommen. Und er dachte sich in keiner Zeit so, yo, ich will zurück zu meiner Frau, ich liebe sie, wir haben vor 20 Jahren geheiratet. Nee, der scheißt einfach drauf, weißt du? Lieber in der Hängematte chillen und dann seinen Daumen hoch halten und sagen, no problem. Es ist halt einfach so. Ja, man merkt, dass es gescrapped ist, oder? Es wurde halt in Erwägung gezogen für eine Origin-Story von Rayman, aber dann haben sie sich mit dem ganzen Feen-Ding auseinandergesetzt. Also es ist nicht wirklich Canon, aber ich finde den Gedanken so lustig, dass die Haare einfach zu ihm gelaufen sind. Halt, die sind am Chillen gewesen, ne? Und es gibt auch wirklich Sinn, dass sie das nicht benutzt haben, weil Rayman eine Frau zu geben und dem dann nochmal 3 verschiedene Origin-Stories zu geben insgesamt, das hätte einfach nicht geklappt, okay? Halt, die ändern sich konstant, okay? In der Rayman 2 Anleitung zum Beispiel wurde einfach gesagt, dass der irgendwann mal aufgetaucht ist. Er wurde einfach mal von einem Fischerboot gefunden. Er war irgendwo im Meer. Und niemand hat eine Ahnung, wer zum Fick das ist. Aber dann vergessen wir komplett, dass im ersten Teil auch solche Leute wie Rayman da waren. Es war einfach das Design der Menschen dort, oder? Halt, deswegen, wo kommen die her? Wurden die jetzt auch im Meer gefunden, alle? Allesamt. Aber das war's halt noch nicht. In Origins wurde er ja erschaffen wegen den Feen. Aber mit seinen Haaren. Ich weiß echt nicht, was hier abgeht. Aber im Gegensatz zu der Globox-Geschichte passt das Ganze einfach nicht in die schon etablierte Lore. Deswegen sagt wahrscheinlich die Seite auch, dass das ganz klar nicht zur Lore gehört. Während dieses Globox-Ding einfach immer debattiert wird, weil es ist ein Fun-Fact, den man nutzen könnte, theoretisch. Es kann stimmen, dass Globox blaue Haut hat wegen Moskitostichen. Die Welt ist silly, das geht. Aber das mit Rayman ist halt ein bisschen zu viel. Aber gut, Rayman hatte immer Probleme mit Lore, deswegen tue ich jetzt hier nicht so, als wäre das ein neues Problem. Globox, japanisches Design. Also hier ist die Sache. Globox sieht in Japan so weird aus. Aber wirklich nur in Rayman Revolution. Der hat da keine Schuppen und sein Mund ist pink. Und ich weiß, es ist eine Kleinigkeit. Aber er sieht so strange aus. Ich verstehe es nicht. Der wirkt wirklich einfach, als wäre er geschält worden. So. Und Raymans Farben sind auch komplett am Arsch. Aber das hat wenigstens einen Grund, weil halt die Farbe lila wird oft mit Tod assoziiert. Deswegen haben die in Japan Rayman nicht lila machen können vom Körper her. Es ist halt nichts gut für Kinder so. Okay, cool. Deswegen haben die das halt geändert. Das gibt Sinn. Er pockt in dieser Szene. Machen wir weiter. Jimmy, das ist der Name von dem Protagonisten aus dem frühesten Prototyp von Rayman 1. Dort war die Story noch ganz anders. Sie wollten es da so machen, dass Jimmy eine Welt auf seinem PC programmiert, die Herod's Cool heißt. Das klingt wie ein Deftones-Song. Und ja, dann kriegt die Welt ein Virus und Jimmy springt rein, kriegt seine Persona und wird halt Rayman. Und dann muss er den Virus besiegen, wie man es halt so macht, oder? Ich meine, ich scheiße auf Windows Defender. Ich gehe da persönlich rein und baller, okay? Ich baller den weg. Und naja, der Plot klingt halt echt kacke eigentlich. Und ich bin froh, dass sie das nicht gemacht haben. Auch wenn ihr das Konzept in Rayman 4 halt wieder zurückbringen wollten zu einem gewissen Grad. Mit so einem menschlichen Charakter, der Claire heißt. Aber das ist nicht passiert. Also, ja. Und mir ist auch noch aufgefallen, dass die in Rabbids Kingdom Battle so eine ähnliche Story hatten. Mit einem Charakter, der eine Welt macht. Und ich weiß nicht, da hat es funktioniert. Also, I don't know. Vielleicht kriegt man das gut hin. Ich weiß es nicht. Gitarrenmann Lichtung. Das ist eine Secret Area, die bis 2019 nicht gefunden wurde. Ich verstehe selber nicht wie. Aber der Entwickler, der Rick T heißt, I don't know, hat in Rayman 2 in dem Level Grab der Alten, bei Gott, ich hoffe, das wird so genannt im Deutschen, Tomb of the Ancients, okay. Der hat so eine kleine Lichtung eingebaut, bei der so ein kleines Lagerfeuerlied abgeht. Ihr wisst schon, das L-A-G-E-R-F, ich mach das nicht den ganzen Song.
Und tatsächlich soll der Gitarrenspieler Rich Steele selber sein. Und ich verstehe nicht, warum das nicht früher gefunden wurde. Ich meine, um das zu erreichen, muss man an dieser Stelle einen Code eingeben. Und es wirkt nicht wie die schwerste Sache. Aber ja, ich finde es einfach nur krass, dass es so lange gebraucht hat, das zu finden. I don't know. Rayman 2D. Das ist der gecancelte Prototyp von Rayman 2. Weil bevor das Spiel in 3D war, wollte Ubisoft einen weiteren 2D-Teil machen, weil der erste Teil echt extrem gut ankam. Anscheinend sind Leute wirklich weiter als die Musikwelt gekommen. Ich werde für immer nicht salty deswegen sein, okay? Aber der Teil sollte diesmal einen größeren Fokus auf Puzzles haben. Und es hat mich ein wenig an Oddworld erinnert, weil man in dem Level in den Hintergrund geht und man richtig viel mit Teleportern arbeitet. Und ich mag das sehr. Man kann von dem Ganzen ein Level spielen, weil es am Ende von Rayman 2 ein extra Level ist, wenn man mindestens 90% der Lumps gesammelt hat. Und es ist halt Rayman 1 ein wenig interessanter. Die ganzen Gegner sehen zum Beispiel super sick aus. Die sehen halt so 3D animiert aus, aber ich weiß nicht, ob die es wirklich sind. Und das ist cool. Und ich finde, es passt auch sehr gut zu dem Game, auch wenn es ein wenig veraltet aussieht. Und das ist eine Sache, die der erste Teil gar nicht hat, halt, dass es irgendwie veraltet aussieht, weil der Artstyle wird immer geil aussehen. Das Spiel ist vom Aussehen her zeitlos, halt wirklich. Und ja, es wird halt vermutet, dass viel mehr von diesem Spiel fertig ist, als uns wirklich gezeigt wurde, weil es von dem Prototyp schon Magazinartikel gibt und Poster und alles. Heißt, die hatten schon ein bisschen Marketing gemacht. Und das passiert nicht einfach bei einem Spiel, bei dem nur ein Level fertig ist. Deswegen hoffe ich wirklich, dass wir noch so wenigstens ein Early-Build von dem Game bekommen, durch einen Leak oder so. Das wäre echt sick. Ich hätte gern viel mehr davon gespielt. The Daily Bubble. Das war praktisch ein interaktives Online-Magazin, das aus der Sicht eines Charakters geschrieben wird, der in der Lichtung der Träume lebt. Da läuft dann immer so Musik und man konnte verschiedene Spots anklicken und es wurde dann so Gameplay gezeigt oder ein Sound wurde abgespielt. Und es gab sogar Concept Art von Sachen, die es nicht ins Spiel geschafft haben. Und ich würde euch gerne mehr davon zeigen, aber seit es den Flash-Player nicht mehr gibt, weil ihm Fett in den Kopf geschossen wurde, sind die Seiten so ein bisschen incomplete. Ich meine, man kann die noch erreichen, aber da draufklicken ist keine Sache mehr. Was echt schade ist, weil ich gern gesehen hätte, was da wirklich abgeht. Vor allem hat da niemand irgendwie ein Video davon gemacht. Das heißt, man weiß gar nicht mehr, wie die früher aussahen. Es ist echt fucking sad. Aber wenigstens kann man sich noch die Seiten selber anschauen. Die sind echt cool geschrieben und ich verlinke die euch mal in der Beschreibung. Space Mama gefangen. Der Punkt ist nur so weird von den Wörtern her, weil ich die Scheiße abkürzen musste. Ich konnte nicht schreiben, die Space Mama wurde gefangen genommen. Dann hätte ich einen ganzen Eisberg-Part nur nehmen müssen für den fucking Punkt. Deswegen habe ich es einfach ganz weird gemacht. Falls ihr Rayman 1 nicht kennt, die Space Mama ist ein ziemlich nerviger Kackboss, der aus einer Waschmaschine rauskommt, okay? Und ja, die hat mein Leben um so 5 Jahre verkürzt, als ich gegen die gekämpft habe. Und nach dem ersten Teil kam die halt nie wieder vor. Ich freue mich darüber auch, ganz ehrlich. Ich hate die gerade ein bisschen so hart. Aber ja, das ist tatsächlich ziemlich normal für Rayman-Charaktere. In den Spielen existieren die für 2,3 Millisekunden nach ihrem ersten Auftritt. Danach kommen die nie wieder vor. Aber bei der Space Mama, ich schwör bei Gott, ich will den Namen nicht mehr sagen, war es auf jeden Fall was anderes. Denn in Rayman 3 gibt es diesen Boss, der heißt Graf Razov, oder? Also ich denke mal, ich glaube es heißt Graf, er heißt halt Count Razov, also ja. Der kommt von einer Familie an Jägern, die ab einem bestimmten Alter von zu Hause ausziehen und dann auf die Jagd gehen nach einem sehr exotischen Tier. Und die müssen praktisch das exotischste Tier, was sie je finden können, erjagen und zurückbringen, um praktisch ein Mann zu werden. Das ist wie so ein Ritual für die. Und es wurde sogar bestätigt, dass die Space Mama von einem der Brüder von Razov gefangen genommen wurde. Und vielleicht sogar gekillt wurde, weil Razov will das mit uns machen, in Rayman 3. Also er will Rayman tot sehen. Sonst würde er nicht mit einer fucking Kaliber 9 Shotgun auf einen zielen, okay? Also, keine Ahnung. Macht einen fucking auf Left 4 Dead gar keinen Bock auf den Shit. Ja, es wird halt sehr stark impliziert, dass die Space Mama in den Fängen von dieser Familie gestorben ist. Und das ist fucking düster. Und weißt du, sie war ein schlechter Boss. Aber das hat sie jetzt wirklich nicht verdient. Rayman's Training. Das ist ein kleiner Shortfilm, der ungefähr zur gleichen Zeit entwickelt wurde wie die 2D-Version von Rayman 2. Und das Ding war bis zum 12. März von diesem Jahr, 2022, Lost Media. Ich habe richtig Glück, dass ich das um die jetzige Zeit mache, dass ich das in den fucking Eisberg reinpacken konnte. Man konnte sich diesen Short nicht geben. Es sind nur Ausschnitte davon in französischen Werbungen für Rayman 2 aufgetaucht, aber sonst nichts. Aber die Rayman-Community hat halt wirklich nicht aufgehört, danach zu suchen. Und ja, ich dachte auch nicht, dass es noch so eine aktive Community gibt, die Rayman-Prototypen sucht, aber here we are. Und das Lustige daran ist, der Short war einfach auf einer Prototyp-Version von Beyond Good and Evil. Kein Plan, was es da verloren hat. Aber jetzt haben wir es gefunden. Und das ist nur eine kleine Animation, wie Rayman mit einem Boxsack, der Beine und Arme hat, halt boxt. Und ist halt echt gut animiert für die Standards von damals. Fehlt ja nur der Ton, aber es ist egal, weil da nicht geredet wird. Also easy. Das ist ein echt cooler Fund. Und ich bin froh, dass ich das reinmachen konnte in den Eisberg.
Mr. Darks Entstehung. Also, das ist eine Theorie, die sagt, dass Mr. Dark von Janosch erschaffen wurde. Und ich rede nicht von Janosch, okay? Das ist komplett verschieden, okay? Janosch, Welten, okay? Welten. Aber ja, Jano ist tatsächlich der erste Albtraum. Und da muss ich kurz wieder in die Lore-Time dippen. Okay, just dippen in die Lore-Time. Polokus hat ja die Lichtung der Träume erträumt. Und da das Universum nur existiert, weil er träumt, hat er halt früher oder später Albträume bekommen. Und der erste Albtraum war Jano. Dieser Mike Wazowski-looking Motherfucker so. Und der ist dafür verantwortlich, dass Antitoons in der Lichtung existieren. Das sind diese blauen Viecher aus Rayman 1. Die sind auch ein bisschen in Rayman 2. Und tatsächlich ist Jano der Grund, warum Rayman erschaffen wurde. Aber da gehe ich später ein bisschen in-depth rein so. Und jetzt höre ich euch schon keuchen. Aber Bloodly, die Antitoons sind doch schwarze Materie, die nur entstanden ist, weil Mr. Dark in dem... Die Antitoons sind doch einfach schwarze Materie, die dadurch entstanden sind, weil die Mr. Dark das große Proton geklaut hat. Also laberst du Scheiße. Und keine Sorge, hier kommt nämlich die Theorie ins Spiel. Und zwar sagt die Theorie, dass Mr. Dark von Jano erschaffen wurde. Und zwar als Counterpart zu Rayman, um ihn halt aufzuhalten. Weil Rayman Jano schon mal besiegt hat, und zwar vor den Events von Rayman Origins. Jano hat dann Mr. Dark erschaffen, um Rayman zu killen. Was halt nicht funktioniert hat. Deswegen sehen die Antitoons auch anders aus als die in Origins. Weil die Antitoons sehe ich direkt von Jano kommen. Aber to be honest, die Theorie ist sehr schwammig. Ich muss halt echt ein bisschen mehr reachen als Halo. Ist ja deswegen... Ja, vielleicht laber ich doch scheiße. I don't know, man. Polokus ist Azathoth. Fuff. Ja, Azathoth ist einer der H.P. Lovecraft-Monster. Es ist eigentlich nicht nur einer der Monster, es ist der Gott von allem. Das Ding ist fucking gruselig. Wie eigentlich die Hälfte der Sachen von H.P. Lovecraft. Ich meine, Cthulhu ist overplayed as fuck, aber das Viech ist auch gruselig. Und ein bisschen hot. Ich habe Probleme. Aber nochmal zurück zu Azathoth. Halt alle Konzepte, die wir haben, oder? Stärke, Freunde und sogar der Tod. Alles ist keine Sache in seiner Realität, weil unser Universum in seinen Träumen existiert. Sobald er aufwacht, hören wir einfach auf zu existieren. Und ja, kommt euch das ein bisschen bekannt vor? Weil Polokus genau das gleiche macht mit der Lichtung der Träume. Nur, ich bin mir sicher, Polokus ist echt viel chilliger drauf als das. Aber ja, die Theorie macht an sich schon viel Sinn. So. Und ich bin mir sicher, dass Polokus auf irgendwas in der Richtung basiert. Ich finde es halt irgendwie krass, dass Polokus so wirklich ein Charakter, der eigentlich gar nicht auf gruselig ausgelegt ist und so, so eine, sagen wir mal, so eine Prämisse teilt mit so einem gruseligen Viech. Ich finde es cool. Damn ist gestorben. Damn ist die Schlange aus Rayman 2. Und das Level mit dem ist super cool eigentlich. Man hält sich an seinem Halstuch fest und versucht nicht gegen einen Stein oder einen Mast zu klatschen oder gegen diese Hühnerknochen-Wichser. An denen bin ich dauernd verreckt, halt, fuck man. Und das Ganze ist sehr high energy, oder? Und nachdem man fertig ist, bekommt man noch diese super süße Szene, wo Sam halt fragt, ob Rayman ihn doch nochmal besuchen kommen kann. Und Rayman so... Ich verspreche es dir. Und ich weine halt. Gut, aber jetzt stell dir vor, Sam wurde gejagt, ausgestopft und als Trophäe ausgestellt. Warum, fragt ihr euch? Ja, weil Count Razor und seine Familie... Back at it again, wisst ihr, back at it again. Die haben ja, wie schon im vierten Layer gesagt, Base Mama gefangen genommen. Und da die Familie dieses Ritual hat mit ein exotisches Tier jagen, um halt ein Mann zu werden, und da eine Holzstatue von Sam im Bossfight gegen Razoth ist, gibt es die Theorie, dass Sam die Jäger getroffen hat oder sogar von denen umgebracht wurde. Ich meine, Razoth selbst war es ja nicht, weil er ja noch sein exotisches Tier killen muss. Ich meine, deswegen wollte er Rayman wegschroten, aber vielleicht war es ein anderer in der Familie. Ich meine, ich hoffe, es ist nicht so, aber... Ein bisschen was spricht dafür und ja, I don't know, das sagt man. Rayman Origins Teaser in Rayman Revolution. Oder Rayman 2, ich habe da Rayman 2 geschrieben, aber Revolution geht auch klar. Okay, der Punkt ist keine Sache, die ich online gefunden habe, to be honest. Das ist einfach eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und zwar gibt es diese Tempel-Level in Rayman Revolutions, oder? Kurz bevor man von dieser Statue über die Lava gebracht wird, um die nächste Maske zu holen, sieht man einen Haufen Wandmalereien so. Und die haben alle einen Artstyle. Von Rayman Origins. Und das ist so auf so vielen Ebenen absolut genial. Weil Rayman Origins ja der Ursprung von Rayman ist. Und die Malereien ja uralt sind. Also auch von der Vergangenheit. Da macht es vollkommen Sinn, dass sie den gleichen Artstyle haben. Und ich weiß nicht, als mir das aufgefallen ist, war ich so fertig. Das ist doch safe mit Absicht passiert so. Ich weiß nicht, es ist echt Banger. Ich feiere das. Naja, und das war der Rayman Iceberg. Ich lasse jetzt mal dieses Beleuchtung an. Das sieht wahrscheinlich richtig beschissen aus so, aber...
Das war der Rayman Iceberg. Ich habe echt ein wenig gestruggelt mit dem Video, weil es echt wenig Zeug zu Rayman gab, was auch wirklich erwähnenswert ist. Deswegen, ja, falls ihr jetzt noch nicht genug habt, könnt ihr bei Raki vorbeischauen. Er hat auch einen Rayman Iceberg gemacht, der echt gut war. Und ich habe versucht, ein paar Sachen bei mir nicht zu erwähnen, damit ihr noch was bei ihm habt, oder? Was ihr noch nicht kennt. Und mich würde es freuen, wenn ihr vorbeischaut. Gebt ihm einen Kommentar, sagt ihm, dass er toll ist, weil er ist toll. Und ich denke, die Busengang wird sich jetzt auch freuen, weil ich lese eure Namen vor. In einer viel schlechteren Qualität, weil ich das aufgenommen habe, als die Kamera noch wack war. Deswegen, jetzt wird gleich alles scheiße aussehen. Es tut mir wahnsinnig leid. Okay, meine Mitglieder, let's go. Danke an Shattered Leo, Herr Tana 92, ich sag einfach Herr Tana, das passt. Sebo, aka Zapman, Janis, Black Pete, Lasse Plus, Lirbio 64. Was the fuck ist das denn? Ich bin Bodo mit dem Bagger. Hol dir mal oh. Ich bin verwirrt. Checkcards, Nico Kiefer, Daniel 99, The Pad, Bamirko, Paralink, okay. Okay, einfach. Okay. Gurkenlativ, Kade, Hafti. Habe ich nicht irgendwas verpasst? Fuchs Robert. Falls ich irgendwas wieder falsch sage, es tut mir wahnsinnig leid. Robothead, Zuri, PG Maxwell, Deathshell, Jamie der Ehrenmann, Ehrenmann, Specky, Spyro, Flavio, Janok der Dritte, Spontan und Spontan, Kibuza, ich sage immer das Falsche, Red B, Anonym 13, Dani, Miss Raiko, Sancor, Dreed, Madness Clips, Googly, nicht, Sudo, Karl, Metal Taku, GTV, Gaming TV, Lukas Krieger, Ari Fireblade, Steven Cope, Henne, Heidekraut, Atmo, Sir Lux, Girith, ZYX, XZXY, ich krieg einen Anfall, Kirito Mori, Get Dank bei Darius, Margin Vic, Tai Lukas, Reezy, irgendein random TikTok, Syphia, Monte, es tut mir leid, falls ich was falsch, ich habe safe was falsch gesagt, aber ist okay. Dankeschön. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch auch allen einen schönen Abend, einen schönen Tag. Danke, dass ihr da wart. Cool. Nächstes Video kommt bald. Let's go. Ich kann das echt nicht beenden. Bye, Leute.